Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück. Es gibt so viel zu erzählen, deshalb versuche ich das Ganze ein bisschen schneller auf die Reihe zu kriegen, weil ich ja sonst immer so lange hin und her labere. First of all, ein riesen Dankeschön für eure Anteilnahme und die ganzen lieben Kommentare. Ein Dankeschön auch an die Sarah von Verhäkelt nochmal, die mir diesen kleinen Taschentuchspender gebastelt und geschickt hat. Danke, fand ich super süß. Und dann versuche ich jetzt mal die Geschehnisse der letzten 2,5 Wochen auf die Reihe zu kriegen. Also, die Diagnose habe ich ja am 27. Oktober 2010, am Mittwoch, bekommen. Also ich lasse mir nie wieder am 27. einen Arzttermin geben. Das hat sich erledigt. Die erste Diagnose habe ich am 27. April gekriegt. Ihr versteht also, ich bin sonst nicht abergläubisch, aber das hat mich aufgeregt. Ich hatte nachmittags noch eine Knochenszintigraphie. Also die haben mein Skelett unter die Lupe genommen. Dazu gab es radioaktive Sachen. Genau, ich bin dann abends nochmal nach Hause gefahren. Also das habe ich mir beim Doc so gewünscht, damit ich euch Bescheid sagen kann. Donnerstag, also einen Tag später, am 28. Oktober, bin ich dann wieder zurück auf die Onko, bin wieder eingezogen, hatte dann gleich einen Ultraschall vom Bauch, also Leber, Milz, mein Innenleben, ob da was zu sehen ist. Nein, alles in Ordnung. Dann hatte ich ein EEG. Also funktioniert mein Gehirn noch? Ja, es funktioniert so einigermaßen. Also nichts, was uns Sorgen machen müsste, außer den Schaden, den ich sonst schon habe. Ein Lungenfunktionstest, den hatte ich damals noch nicht. Da saß ich in so einer Glaskabine und musste in so ein Röhrchen pusten. Das war seltsam. Ach ja, und eine Audiometrie. Also einen Hörtest, so wie beim letzten Mal auch, weil ich diesmal Medikamente bekomme, die unter anderem auch auf das Gehör gehen können. Am Freitag, dem 29. Oktober, hatte ich dann ein Ganzkörper-MRT. Ich bin sonst absolut nicht klaustrophobisch, da allerdings ansatzweise schon, weil bei meinem ersten Ganzkörper-MRT musste ich einfach nur still liegen. Es gibt dann dieses Ding über dem Kopf und über dem Hals. Das kannte ich. Die ganzen Platten und Schilder, die sie mir überall auf den Körper gelegt haben, kannte ich nicht. Ich konnte mich also gar nicht mehr großartig bewegen. Und wenn man das dann über eine Stunde durchhalten muss, unschön. Gut, dass ich nicht gehetzt klinge. Genau, an dem Freitag hatte ich dann auch noch Ultraschall von den übrigen Lymphknoten, die sie so Hacke, die sie sonst immer so untersuchen. Also, na okay, der ist raus. Den und den Achselhöhlen hat man welche. Ach ja, und die Gefäße. Also, was sagen meine Venen hier so? Weil, Sie müssen ja wissen, sind die Venen okay für den Katheter? Das Wochenende war ich zu Hause, weil am Wochenende machen sie keine Untersuchung. Am Montag, dem 1. November, bin ich, also ich bin Sonntag schon wieder eingezogen. Am Montag hatte ich dann ein Thorax-CT, also ein Lungen-CT, auch nichts gefunden. Und dann kam die Sono von der Brust, also Brustultraschall. Die reiferen Frauen kennen das, Mammographie und so weiter. Aber die wollten mich nicht röntgen, weil die Bestrahlung in meinem Alter soll nicht sein. Und diese Mammographie hat ergeben, dass ich einen Knoten in der linken Brust habe. Super. Also ich habe ja sonst keine Sorgen. Da sagt mein Körper einfach, hey, komm, da machen wir mal was. Also die Frau hat versucht, mich zu beruhigen. Das kann alles Mögliche sein und es gibt auch gutartige Knoten. Erzähl mir nicht. Also ich kenne meinen Körper mittlerweile. Dann haben sie so eine 3D-Sono gemacht mit so einem Ding, was sie einem auf den Körper pressen. Und die
Frauen unter euch werden es verstehen, das tut weh. Das ist sehr unangenehm. Dann bin ich wieder in die Kinderklinik gefahren und habe da erstmal eine Runde geheult, weil ist nicht schön, sowas zu erfahren. Dann kam der Anruf, wir könnten eine Biopsie zwischenschieben, dann müsste ich allerdings sofort wieder hin. Ich so, naja, was soll ich lange warten? Je früher, desto besser. Bin hingefahren. Dann gab es eine lokale Betäubung, also eine Spritze in die Brust. Die habe ich seltsamerweise nicht gemerkt, obwohl ich sonst alles merke. Und dann haben sie 3 Gewebeproben rausgestanzt. Ich habe da auch ein Foto von gemacht. Also ich glaube wirklich, dass ich langsam reif für die Geschlossene bin. Mein Arzt schien das auch zu denken, weil er ziemlich schräg geguckt hat, als ich das fotografieren wollte. Ich sage euch, die Fotos, die ich gemacht habe, ich glaube es sind nur 2, auf dem Blog. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr genauso krank seid wie ich. Achso, diese Gewebeproben wurden rausgestanzt. Mit so einem Ding, das dann so ganz schnell eine Kanüle irgendwie reinschießt und das rauskneift. Boah, ich war fertig. Also, ich lag da echt nur noch, hab geheult, hab sie machen lassen. Boah. Also, ich war selten emotional so am Arsch. Genau, dann hatte ich danach noch Vorgespräche für die Anästhesie und die Chirurgie. Die hatten unterschiedliche Auffassungen, wann ich am nächsten Tag meine Katheter-OP haben sollte. Weil Anästhesie sagt ja gegen 9.05 Uhr, die Chirurgie sagt, nee, ab 11. Abends habe ich dann noch festgestellt, so, ich habe so einen Druckverband gekriegt, so richtig alles irgendwie eingeschnürt. Und die Neugier hat gesiegt und dann habe ich mal so geguckt und dann war da Blut. Und ich bin dann bloß im Behandlungszimmer bei uns auf Station. Ich blute. Also, Kopf aus. Ich glaube, neues EEG hätte einige andere Ergebnisse geliefert als das erste. Dienstag, der 2. November. Langeweile, Hunger, ich musste erwarten und nüchtern bleiben. Vor einer OP darf man ja nichts essen und trinken. Die OP-Vorbereitung. Ich hatte ja noch eine Flexüle in der Hand. Und die OP-Menschen meinten, die Flexüle ist zu klein. Und wenn was ist, weil ich ja so bekannt bin für Komplikationen, ich hatte noch nie was. Und dann habe ich gesagt, naja, ihr könnt mir einen neuen Zugang legen, aber erst wenn ich weg bin. Also wenn ich sediert bin. Haben sie dann auch gemacht. Und wie gesagt, ich liebe die Anästhesie-Leute. Die haben mir 3-mal in die Armbeuge gestochen, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Und dann haben sie nachher hier an der Seite, haben sie dann wohl was gefunden. Schön. Wenn ich nicht schon genug Löcher im Körper hätte. Genau, bin gegen 15 Uhr aufgewacht, habe dann wieder die Aufwachstation unterhalten. Ach ja, auf Station habe ich noch O-Saft getrunken. Dumme Idee, weil man hat ja bei einer OP so einen Schlauch im Hals für Beatmung. Und das macht schon so ein bisschen Verletzung. Und dann O-Saft. Autsch. Oh, und wie scharf ich auf das Essen nachher war. Also ich bin absolut kein Freund von Krankenhausessen. Aber das habe ich ja genossen. Dann habe ich endlich mal die Frau Doktor kennengelernt, die mir den Katheter reingebastelt hat. Das war auch irgendwie cool. Und habe Fernsehen geguckt. Meinen ersten Katheter, da haben sie hier geschnitten. Bei dem, den ich jetzt habe. Ich bin zu klein. Haben sie da geschnitten. Das kannten die Leute auf Station auch noch nicht. Aber hey, wer wenn nicht ich? Mittwoch habe ich dann endlich Internet gekriegt. Allerdings funktionieren Facebook und YouTube nicht. Das heißt, das mit dem Video gestaltete sich schwer. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Doc.
Und ja, der hat bestätigt, der Knoten in der Brust ist eine Metastase, also auch ein Rhabdomyosarkom. Das mindert meine Heilungschancen. Ich hatte ja vorher annähernd 50-50. Er hat zu mir gesagt, man kann jetzt nicht mehr prozentual reden, weil ich ein Spezialfall bin. Das gibt es wohl nicht allzu oft. Vor allem, weil Rhabdomyosarkom eigentlich eine Erkrankung für sehr kleine Jungs ist. So, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht. Aber ich habe reelle Chancen. Das heißt, wir machen eine Behandlung. Das würden wir nicht machen, wenn es aussichtslos wäre. Das heißt, die Chance ist wohl noch nicht so. Also gibt es Chemo. Und ich kriege fast nur neue Medikamente. Also Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Topotecan und was nicht alles. Aber der Doc meint, die sind vielversprechend. Die sind erst seit 5 Jahren auf dem Markt. Und die scheinen wohl gut zu helfen. Ich habe auch gesagt, wir tun das für die Statistik. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Am Donnerstag, dem 4. November, war dann Chemobeginn. Und mein Tagesablauf: Schlafen, pullern. Schlafen, pullern. Weil, wie bei der letzten Therapie, laufen pro Tag 5,2 Liter Flüssigkeit nebenbei, um die Nieren durchzuspülen. Diese 5,2 Liter müssen noch irgendwann wieder raus. Dementsprechend muss ich dann alle 2 bis 3 Stunden auf Klo. Ja, Donnerstag, Freitag. Ah ja, Freitag auch schlafen und pullern. Am Samstag habe ich dann irgendwie festgestellt, so schlecht ist mir gar nicht. Also ich habe mich einmal gebrochen. Das kenne ich nicht so, weil bei der ersten Chemo bin ich von der Schale gar nicht mehr weggekommen. Also da war ich nachmittags und abends dann sogar wach. Aber natürlich schlafen und pullern. Sonntag genau das gleiche. Ich habe Frühstück und Abendbrot gegessen. Das war mal ganz cool. Ich habe gegessen. Also denk mal drüber nach. Ich habe gegessen. Das habe ich unter der ersten Therapie, brauchte ich nur an Essen denken, dann ist mir schlecht geworden. Und am Montag jetzt, also gestern, habe ich mit Pete im Internet-Civi Pizza gegessen. Wir haben uns welche bestellt. Das darf ich unter Therapie eigentlich gar nicht. Genauso wie ich Piercing rausmachen müsste. Aber auf eigene Gefahr will ich es diesmal drin lassen. Weil die Piercings gehören zu mir. Und sollte sich da was entzünden, okay, dann muss ich die halt rausnehmen. Aber ich hoffe, 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 dass da nichts passiert. Genau, um 12 wurde ich dann abgestöpselt. Und ich wollte schon meinen Taximenschen anrufen und losdüsen. Und dann kam der Doc um die Ecke und meinte, nee, nee, wir brauchen noch einen Herzultraschall. Okay. Das war um 12. Um 4 durfte ich dann endlich runter zum Kardiomenschen, weil der alles andere zu tun hatte. Nur nicht das, was er machen soll. Und dann war ich gegen 5 endlich zu Hause. Ich denke, ihr könnt verstehen, dass ich nach diesem nervenaufreibenden Tag und auch den 2,5 Wochen davor nicht sofort die Kamera gestürmt habe. Dafür tue ich das heute Abend. Ich habe leider keine Anzeige. Ich glaube, es sind 2 Videos geworden. Aber selbst das kriegen wir hin. Und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.